einfach nur das, was ich sagen kann. Und ich bin als Mörder gestorben. Schön, schön. Ja, das war mein epischer Sieg als Mörder. Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas kleineren Spiel einmal. Und zwar Minecraft Mörder. Um einfach mal so ein bisschen zu erzählen, warum kamen denn überhaupt gar keine Videos mehr? So, wir sind innocent, das heißt also, wir müssen einfach nur weglaufen und dürfen uns nicht von dem Mörder erwischen lassen. Genau, warum kamen denn gar keine Videos mehr? Also, ich habe neue Arbeit und irgendwie hat sich hier alles noch nicht so dermaßen gut eingespielt und ich habe Angst vor der. Nee, es hat sich alles wirklich noch nie nochmal gut eingespielt. Ich muss da einfach wirklich mich erst drin ein... Oh, der Detective ist schon tot. Ich muss mich erst echt daran gewöhnen mit Arbeit, mit YouTube, mit Pferdchen und ich habe noch keinen gescheiten Rhythmus irgendwie gefunden. Wann ich was machen möchte, wann ich... wann ich überhaupt mal aufnehmen möchte oder überhaupt. Und wie ich denn dafür die Zeit habe. Wie gesagt, da muss ich dann echt erstmal gucken und schauen. Ja, und also wenn denn hatte ich ein Glück. Wenn, dann möchte ich wirklich das so haben, dass ich ja, bevor ich überhaupt euch Hoffnungen oder sonst was mache, sage ich jetzt einfach wirklich mal, ich versuche einmal die Woche was aufzunehmen und da war er. Er war genau hinter uns. Das ist doch nicht fair. Das war jetzt wirklich überhaupt nicht fair. Nee, auf alle Fälle, oh, cool. Wir haben gewonnen. Ja, dass ich dann halt eben einmal die Woche was aufnehmen werde. Das heißt also, es kommt einmal in der Woche, kommt dann mal ein Video. Ich möchte aber noch nie mal sagen, wann und dass ich mich auf einen Tag mich richtig festige, weil das wäre für mich natürlich echt blöd. Vor allem, wenn ich dann doch wieder irgendwo einspringen muss bei meiner Arbeit. Oh, geil. Ich bin das erste Mal Mörder. Entschuldigung. Das war ich schon wieder abgelenkt. Nee, auf alle Fälle, ja, muss ich da wirklich einfach mal so ein bisschen schauen. Wie denn das hier so, ja, so abläuft. Und wie das denn so wird. Und wie gesagt, bevor ich wirklich hier euch Hoffnungen mache oder was weiß ich. Das ist dann ja auch wirklich nicht immer schön. Deswegen habe ich so gesagt, so, okay, ich gucke dann wirklich mal, wann ich überhaupt wirklich was aufnehme, wie ich es hinbekomme. Aber so, dass ja, dass ich halt wirklich einfach so sage, so, okay, einmal die Woche werde ich eventuell ja schon mal werde ich ja wohl mal hinbekommen, dass ich das denn mache. Und wo sind denn hier alle? Ja, dass ich denn das einfach mal mache. Hier laufen gerade zu viele, ey. Wissen die alle, dass ich es bin. Genau, das ist das erste Thema. Dann, ja gut, ich meine, viele wissen das ja, dass ich ja Werbung eingeschaltet habe. Und, ja, die Werbung ist halt eben, ich bekomme natürlich was für die Werbung, aber glaubt mal ja nie nochmal so, das ist so unglaublich viel, dass ich damit reich werden kann. Das ist überhaupt nie nochmal so.
Ihr müsst ja dafür eh nichts bezahlen. Ihr braucht den einfach nur die Werbung angucken oder könnt sie wegklicken oder was weiß ich. Wenn man sie dann wegklicken kann, heißt das. Genau, und das ist halt eben einfach nur das, was ich sagen kann. Und ich bin als Mörder gestorben. Schön, schön, ja. Das war mein epischer Sieg als Mörder. Sich einfach mal selbst umzubringen. Wunderbar. Genau, darüber wollte ich einfach mal so ein bisschen reden. Da ist ja im Moment anscheinend ja so ein heißes Thema auf YouTube scheint. Oder so habe ich so gedacht, so gut, das kann ich ja auch mal einbringen, warum ich überhaupt Werbung eingeschaltet habe und überhaupt. Und ich habe mir einfach so gesagt, so ich mache ja wirklich, ne, dass ich mich hinsetze, so ein bisschen. Oh, ich bin der Detective. Oh nein. Da will ich doch ablosen, weil. Da springe ich nicht mal. Das haben wir jetzt einfach gerade. Genau. Und. Oh Gott, hier sind so viele gerade. Ja, dass ich dann einfach mal. Also. Okay, hiervon kann gar keiner sein. Oder ist es jemand einfach nur im Dings runtergefallen, also hier runtergefallen. Okay, sie scheint es auch nicht zu. Okay. Ah! Oh Gott, Alter. Genau, deswegen habe ich einfach Werbung, weil ich ja auch so gesagt habe, ich setze mich ja hin. Naja, ich nehme auf, ich bearbeite es und ich finde es einfach so ein bisschen nett, wenn ich natürlich halt ihm. Nein! Ich war. Manu, ich hab doch das gerade. Mann! Okay, dann kann ich mich das ja so ein bisschen erzählen, während wir in anderen Dings zu gucken. Nee, und deswegen habe ich einfach so dazu. Und wie gesagt, es ist wegen mir immer viel. Das sind vielleicht mal, gerade wenn ich mal vielleicht Glück habe, zwei Cent. Wenn überhaupt. Also, viele denken immer so, boah, von der Werbung oder so, da muss ja diejenige unheimlich viel verdienen oder so. Das ist nicht immer so. Also, wenn, dann müsste ich ja schon, wer weiß, wie viele Klicks haben oder so. Dann vielleicht schon. Na? Aber ansonsten bringt es einfach nicht wirklich viel. So, und dann noch ein heißes, beliebtes Thema im Moment auf YouTube. Hä? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ist ja auch. Das, ja, YouTube ist ja im Moment natürlich so ein bisschen, ja, es verändert natürlich sich sehr doll im Moment. Viele große Let's Player sind ja auch schon am Rumnörgeln mit, oh, YouTube ist voll scheiße geworden und jetzt muss ich ja schon am Rumknausern sein und weil ja nichts mehr reinkommt. An Geld oder sonst was. Klar, natürlich, das ist wirklich im Moment so. Ich kriege das ja auch so ein bisschen jetzt natürlich zu spüren. Damals hatte ich vielleicht schon ein bisschen mehr bekommen an Geld als jetzt überhaupt. Aber ich sage mir einfach so, ja, es ist halt eben mal so, ja, YouTube will es ja nun mal aus sich eventuell sich natürlich auch ein bisschen verbessern. Anstatt sich zu verschlechtern sozusagen. Und deswegen sage ich ja einfach nur so, ne, also da muss man denn einfach halt ihm wirklich schauen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ja, da muss man dann halt ihm wirklich einfach so ein bisschen schauen, ne? Das war er nicht. Ich blieb da auch noch so cool stehen. Sorry, unglaublich. Nee, auf alle Fälle
Ja, und viele nörgeln ja deswegen so rum. Viele gehen ja deswegen jetzt auch zu Weidmir rüber und machen halt eben da ja weiter. Oder sie machen da halt eben zwar weiter, auf YouTube glaube ich aber irgendwie auch noch. Ich persönlich muss aber wirklich so sagen, so, ich finde Weidmir total bescheuert. Deswegen braucht ihr wegen mir euch gar keine Sorgen machen. Ich bleibe auf YouTube. Ich werde bei YouTube immer weitermachen. Sozusagen, also ich werde da nicht jetzt zu Weidmir auf einmal hingehen und bei Weidmir denn das zu machen. Weil was mich halt eben wirklich einfach an Weidmir stört, ist halt eben wirklich wie soll ich es sagen? Also die Community muss sich anmelden, ich muss mich anmelden, da muss ich halbwegs auch noch warten, dass ich aufgenommen werde. Und ich finde, ganz im Ernst, ich finde es mir nochmal schön, wenn meine Community sich irgendwo anmelden muss. Deswegen mache ich auch keinen Twitch, weil bei Twitch weiß ich halbwegs auch, du musst dich da halbwegs anmelden und so, also vor allem auch die Community und so. Ich habe zwar jetzt aufhin, weil ich auch irgendwann vorhabe, noch ein anderes Minecraft-Projekt mal anzufangen, sozusagen, habe ich mich jetzt auf... Das ist ja cool. Wisst ihr, wer das ist? Das ist, ich habe den Namen. Aber wirklich. Okay, ich rede jetzt erstmal von Weitem weiter. Achso, ich dachte... Ist er runtergefallen? Ach, das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht. Naja, auf alle Fälle werde ich hier auf alle Fälle hier bleiben, weil ich einfach so sage, so YouTube ist halt eben trotzdem, klar hat es natürlich vielleicht seine Fehler und klar natürlich die wollen es natürlich im Moment natürlich ja auch so, ne? Genau, Kakashi, genau. Von Naruto. So, meine Güte. Danke sehr an denjenigen, der es gerade geschrieben hat. nee, auf alle Fälle, wie gesagt, ich finde es einfach total dämlich, dass man jetzt auf einmal Panik und überhaupt schiebt und wirklich Angst bekommt, so mit, oh Mann, und YouTube ist jetzt voll scheiße und ich habe gar keinen Bock mehr auf YouTube und ich gehe jetzt und wechsle das und das finde ich einfach nur total dämlich eigentlich. Also muss ich wirklich mal so sagen, so, auch wenn sich jetzt vielleicht viele sich dadurch angegriffen fühlen, dann tut mir halt eben leid, wenn ihr euch angegriffen fühlt, aber ich muss halt eben einfach wirklich so sagen, so, es hat gar keinen wirklich großen Sinn. Ne, ob ich jetzt wirklich, was weiß ich, ob ich nun hier auf YouTube das mache, hier meine Probleme habe oder woanders meine Probleme habe. Warum rase ich eigentlich so schnell? Also deswegen sage ich einfach nur. Und hat da jemand gerade mit einem Bogen auf mich geschossen? Oh Mann, ich mag da nicht rüberspringen. Ich hab doch deswegen schon versagt beim letzten Mal. Als Inno okay, als Inno ist es mir egal. Ich muss immer noch welche töten, ey. Nee, und wie schon gesagt, also da will ich dann wirklich mal einfach schauen, ne, wie es dann wirklich läuft und... Kaufen sich da alle irgendwie... Hä? Wo hab ich auf einmal den Bogen her? Ich bin's nicht, ich bin Inno. Ich bin Detective. Ich bin alleine hier.
So. Ach du Scheiße, ich habe nur 60 Sekunden. Jetzt aber ranhalten. Okay, jetzt ist es scheißegal. Wir machen jetzt einen auf Massaker. Hier ist der Kokonat. Hallo? Hallo? Leute? Toll. So, die meckern alle rum. Dann heißt es jetzt für mich eigentlich wirklich... Angriff. Ach, die hat sich unsichtbar gemacht. Das ist ja... Aha, daneben, 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 daneben. Oh, schade. Naja, okay. Genau, und das wollte ich jetzt einfach auch noch mal so ansprechen. Ja, im Moment hier jetzt so ein bisschen aussieht oder so. Da haben sich auch schon viele so gedacht, die hört jetzt bestimmt auch auf wegen YouTube oder so. Nein, ich höre deswegen niemals auf. Das ist halt eben, wenn man halt eben selbstständig ist, das muss man eigentlich auch wirklich dazu sagen. Das gehört, finde ich, wirklich irgendwo dazu. Dass man... Dass man halt eben, ja, dass man einfach so ein bisschen guckt, ne? Also, wenn ich halt eben selbstständig bin oder so, ne, dann muss ich halt eben was dagegen tun oder was weiß ich. Es war auch schon mal ein Mörder auf dem Pferd, nämlich. Ich traue nämlich deswegen alle hier nicht. Aber es wurde auch noch nie jemand einer getötet. Ja, da ist es. Ich hab nur das hier. Ich hab nur eine Minimap. Ja, und der mich abmorksen. ja. Und deswegen. Wollte ich einfach nur mal so ein bisschen labern. Das einfach so ein bisschen jetzt mitteilen, wie das eventuell dann irgendwann hier wirklich so aussieht. Wie gesagt, ich vertraue keinem mehr, der auf dem Pferd sitzt. Ich fühle mich total, ist immer total nützlos irgendwie. Es reiten hier schon so viele. Oh, ich mag Kaktus. Hau ab! Lass mich! Juhu! Ach, es war Kakan auf dem Pferd? War es einer auf dem Pferd oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Gehen wir mal wieder zur Lobby zurück. So.
Ich kann ja mal hier das hier verlinken oder so, wer dann auch nochmal Bock hat, oder so Mörder zu spielen. Ich meine, das Spiel hat eigentlich echt viel Laune. Und diesmal war ich wirklich das erste Mal überhaupt ein Mörder. Was total interessant war und total lustig irgendwie war. Muss ich wirklich mal so sagen. So. Und das erste Mal auch Detective. Was eigentlich auch gar nicht mal so schlecht war. Ja, wie gesagt, finde ich eine kleine schöne Spielrunde sozusagen mal. Und nehme mal immer nur so ein Bild, wo ich rumlabere und so. Ich meine, das geht ja irgendwann echt einen auf die Nerven, oder? Also mir ging es echt eigentlich dann auf die Nerven, wo ich so dachte, nee, jetzt muss ich einfach mal Vernünftiges machen. Ah! Wo kommt denn das her? Genau. Und deswegen. Und wie gesagt, ich finde das hier eigentlich total lustig hier. Wie gesagt, das verlinke ich euch mal alles. Ihr könnt ja ansonsten halt eben mal schreiben, wie ihr es alles so findet, ob ihr irgendwas schon so mitbekommen habt, wie ihr über Vibe.me und YouTube denkt. Vielleicht findet ihr Vibe.me gar nicht mal so schlecht, vielleicht findet ihr es sogar noch besser als YouTube. Das könnt ihr mir einfach mal so gerne mitteilen, was ihr denn so dazu sagt und finden tut. Und ja, sowas passiert hier öfters mal. Genau, das könnt ihr mir mal gerne mitteilen. Oder auch mal Themen, über die ich reden soll. Oder was ihr vielleicht mal wissen wollt. Irgendwelche Persönlichkeiten über mich oder was weiß ich. Oder zum Beispiel, ich habe einen neuen Rattenkäfig. Wenn euch das interessiert oder so, sagt es mir. Vielleicht kann ich ja das einfach mal filmen. Meine Ratten filmen. Und das dann einfach mal euch präsentieren, einfach so. So, also, weiß ja nicht nochmal, ob ihr es toll finden würdet oder ob ihr es total scheiße finden würdet, sozusagen. Das überlasse ich euch mal, das könnt ihr mir gerne in den Kommentar reinschreiben. Und ansonsten würde ich einfach mal so sagen, so wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, je nachdem, wann auch das Video rauskommt, da ich mich jetzt gleich hinsetzen werde und das hier schneiden werde. Und, ja, somit würde ich doch einfach mal so sagen. So, das war's von dieser Folge und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Tschüss. Ihr seid die beste Community auf der Welt. Ciao.